Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part war es ganz, ganz gruselig in Big Boos Burg. Und jetzt in diesem Part wird es weitergehen mit dem Keller. Da waren wir beim letzten Mal auch schon ganz, ganz kurz, weil wir uns hier über den Weg dann die Vanish Cap, die Tarnkappe geholt haben. Und jetzt will ich aber hier auch noch ein paar reguläre Welten machen. Und von der Reihenfolge her ist die nächste Welt, ich glaube die siebte ist das, wir können mal ganz kurz gucken. Die haben wir auch schon alle 100%. Ne, die sechste ist es, okay. Geheime Steine haben wir auch schon 6 Stück. Genau. Welt 6 kommt jetzt. Und vielleicht kann ich mir... Ich hasse den Hasen. Vielleicht kann ich mir den Hasen gleich einmal holen, wollte ich sagen. Mann, ich hasse den so sehr. Wenn ich ihn jetzt nicht sofort kriege, dann werde ich es einfach im nächsten Part das machen oder so. Weil ich habe da noch mehrere Chancen, den zu bekommen. Okay. Yay. So. Hey du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste. Aber ich bin in Eile. Also nimm ihn und lass mich runter. Yay, dankeschön. Ich bin mir nie sicher, ob der Hase noch einen zweiten Stern hat oder nicht. Weil das verwechsel ich nämlich auch ganz oft mit Mario 64 DS. Aber da ist es sowieso mit den Hasen ganz anders nochmal, da funktionieren. Weil da gibt es sehr viel mehr Hasen als hier im Original. Und da komme ich irgendwie immer durcheinander. Aber mal gucken, mal gucken. So, der Hase hat keine Challenge übrigens. Nur so. Jetzt auf jeden Fall, Moment, hat der Tod eigentlich schon den Stern? Hallo Tod? Achte auf deine Mütze, solltest du sie verlieren, wirst du durch Treffer schwerer verletzt. Solltest du sie einmal verlieren, findest du die Mütze in dem Gemälde, in dem du sie verloren hast. Die Prinzessin wird noch immer von Bowser gefangen gehalten. Rette sie so schnell wie möglich. Bowser Schergen belagern seit langer Zeit die Welten der Gemälde und Wände des Schlosses. Aber es ist mir gelungen, ihnen diesen Stern abzujagen. Viel Glück! Yay, denn es gibt auch 3 random Sterne, die einfach Toads haben. Ich habe keine Ahnung, wie die unfähigen Toads es geschafft haben, an Sterne zu kommen. Aber der hat auf jeden Fall einen. Auch dafür gibt es keine Challenge, denn mit Tod zu reden, das kann man, da ist mir nicht wirklich was eingefallen, was man da Kreatives machen könnte. Aber hier in der grünen Giftgrotte, oder Hazy Maze Cave auf Englisch, da wird es einige interessante Challenges geben. Erstmal Mission 1, klettere auf Nessies Rücken. Hier gibt es mal ausnahmsweise in Mission 1 keine Challenge, das war ansonsten, glaube ich, fast immer oder sogar immer so. Eigentlich ganz, aber fast immer war das, glaube ich, der Fall bei anderen Leveln, aber hier, nee, falsch, aber hier eben nicht. Hazy Maze Cave ist nämlich auch wirklich sehr, sehr komplex. Wir sehen auch hier schon eine Karte. Also wenn eine Welt so groß ist, dass sogar eine Karte braucht, dann weiß man, dass die komplex ist. Auf beiden Wegen lauern Gefahren. Links benötigst du den Weitsprung, um weiterzukommen. Rechts Arbeitsplattform und Nebellabyrinth, links Schwarzes Loch und Höhlensee. Genau, die Mission heißt ja, klettere... Achso, nee. Ich dachte, Höhlensee würde da irgendwie vorkommen. Naja, aber wir müssen auf jeden Fall zum Höhlensee und uns dann dort einen Stern abholen. So, ich nehme mal hier die Abkürzung. Jetzt werde ich... Ja, nicht, oder? Ja, egal. Jetzt, hier werde ich zum ersten Mal sterben in Hazy Maze Cave. Würde ich eigentlich fast wetten. Ich bin bisher immer noch ohne Tod. Aber jetzt werde ich es nicht mehr aufrechterhalten können. Weil hier... Also, es gibt immer noch viel, viel schwierigere Welten. Aber hier werde ich trotzdem sterben. Glaube ich. Mal schauen. So, da ist ein Stern, aber den lassen wir erstmal. Wir gehen erstmal hier nach unten. Achso, stimmt. Ich könnte sogar die andere Sache eigentlich auch gleich machen. Ja, es ist egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Aber ich muss das andere auf jeden Fall auch irgendwie machen. Nämlich da oben in die Tür will ich ganz gerne rein. Genau, da hinten ist ja sogar auch noch dann einer. Ja, ich versuche erstmal da hinten in die Tür reinzugehen. So, wo ist denn Nessie? Da ist Nessie. Hallo, oh, Nessie ist so süß. Hallo, Nessie. So, auf Nessie drauf. Und dann, kann ich Nessie jetzt schon steuern? Genau, in die Blickrichtung, in die ich schaue, in die wird Nessie auch fahren. Oder schwimmen. Wie auch immer. Man könnte ja auch noch auf den Kopf eben rauf, aber ich lass mal. Ich mach's mal von hier aus einfach. Genau, da hinten eben zur Tür. Da muss ich hin. Denn da ist noch ein weiteres Bonusareal und da wird es auch eine Challenge geben. Da kriegen wir nämlich eine weitere Kappe. Die letzte dann, die noch fehlt. Dann haben wir auch alle von denen. Ja, das war sowas von klar, dass ich den Sprung vergeigen würde. Ich müsste am besten doch eigentlich auf den Kopf rauf. Das wäre am besten. Für den Stern muss ich das dann sowieso machen. So, nein, Nessie. Mann. Achso, ne, genau, stimmt, so ist es ja. Stampftacke machen und dann senkt Nessie den Kopf ab und dann kann ich drauf. So war es, genau, sorry. Okay, so und jetzt komme ich nämlich auch viel leichter hin. Okay, sehr gut. So, nice. Oh. Das ist nämlich auch ziemlich gemein, finde ich, denn hier in dieser Welt, in der grünen Giftgrotte, ist der Eingang zu einer weiteren Kappe, zur Metallkappe.
Herzlich willkommen! In diesem Kurs kannst du den grünen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen grünen Blöcken Titanen oder Titanenkappen finden, die dich unbesiegbar machen. Bist du mit diesen Mützen ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Mhm. So ist es. Wir können wahrscheinlich auch gar nicht mehr atmen mit dem Metallüberzug. Aber na gut. So, genau. Wie gesagt, hier, weil es wieder ein Bonusareal ist, gibt es auch eine Challenge. Und zwar, ich glaube, lass mich mal kurz nachlesen. Ich weiß es, glaube ich, aber trotzdem nachlesen. Genau, man muss es schaffen, dass man alle roten Münzen, die es hier gibt, es gibt hier auch wieder rote Münzen und auch den Stern, am Ende einsammelt, ohne halt die Metallkappe oder Titanenkappe gerade aktiv zu haben. Man hat sie ja von Anfang an wieder, das kann ich nicht verhindern. Man darf aber keine weitere einsammeln und wenn man die roten Münzen oder auch den Stern einsammelt, dann muss man das auch ohne Titanenkappe machen. Also man muss auch erst warten, bis die am Anfang halt abgelaufen ist und erst wenn sie weg ist, erst dann darf man damit beginnen, die roten Münzen einzusammeln und den Stern am Ende dann auch komplett ohne. Genau. Zack. So, weil die hier nämlich an Land, die sind kein Problem, das ist quasi kein Unterschied. Aber die im Wasser sind ein Unterschied, denn es gibt hier eine Strömung beim Wasser und man darf eben nicht da hinten nach draußen gelangen, sonst wird man wieder nach draußen geworfen. Und hier diese Münzen kann man halt dann hier mit der Titanenkappe, indem man einfach unter Wasser entlang läuft, sehr einfach einsammeln. Und ohne ist es aber nicht ganz so einfach. Zwar auch nicht mega schwer, aber halt ein bisschen schwieriger und deswegen, das ist eben hier die Herausforderung und die Aufgabe. So. Yay. Here we go. Sehr schön. Gut, das hätten wir. So, aber ich glaube, der Part hier wird relativ lang, länger als die anderen wahrscheinlich, weil wir jetzt schon zwei Bonus-Sachen gemacht haben und weil jetzt erst so richtig es mit der grünen Giftgrotte losgeht und das ist eh eine sehr, sehr große Welt. Also die größte, würde ich sagen. Weil wir sehen ja hier, die Karte ist auch sehr, sehr kompliziert. Schon alleine. Gibt ja sehr viele verschiedene Räume. Ich werde mich vielleicht auch sogar auch mal verlaufen, weil ich mir nicht sicher bin, wohin genau jede Tür so führt. Also, mal schauen. So, und der Sprung, vor dem habe ich immer ein bisschen Angst. Oh Gott. Weil eigentlich kann man da auch außenrum gehen. Ja, sollte man eigentlich auch machen. Aber, oh ne. Ist mir egal. Und die Felsen machen auch viel Schaden. Also ihr seht schon, hier wird der erste Tod kommen. Würde ich eigentlich fast wetten. Aber ich werde mich natürlich anstrengen, dass ich so lange wie möglich ohne Tod hier durchkomme. Am besten wäre ja eben ein kompletter No-Death-Run hier durch Mario 64. Aber das wird sehr schwer. Weil so gut bin ich dann leider doch nicht in dem Spiel. Aber mal gucken. So, jetzt nochmal hier unten. Dann gleich nochmal auf Nessies Rücken oder auf den Kopf am besten sogar drauf. Und dann gleich zum Stern hin, der da in der Mitte ist. So. Auf den Kopf. Da guckt Mario auch so komisch nach oben. Dann wieder lenken. Zum Stern hin und... Ja, warum ist denn Mario jetzt... Mann! Manchmal, wenn Mario da so abspringt, hat er irgendwie gar keine Geschwindigkeit mehr, weil ich irgendwie da runtergerutscht wäre oder so. Das ist ein bisschen komisch. Am besten wäre eigentlich ein Weitsprung mit ein bisschen Anlauf, aber das ist auch nicht so einfach, weil halt hier sehr wenig Platz ist. So, okay. Yay. Gut. Here we go! Wunderbar. So, Mission 2 hat auch noch keine Challenge, aber dann 3 und 4 und 6 kann ich schon mal spoilern. So, jetzt erstmal 2. Ich weiß gar nicht, was Mission 2 ist. Wir schauen mal. Finde die 8 roten Münzen. Vielleicht zu Beginn sogar. Interessant. Ansonsten war es ja meistens eben Mission 4 bisher. Es gibt aber auch noch spätere Level, wo es glaube ich sogar Mission 6 ist. Die 8 rote Münzen Mission. Ist ja an sich auch wurscht. Man kann es ja meistens irgendwann machen. Aber ja, ist trotzdem komisch, dass hier gleich Mission 2 ist. Finde ich sogar. Aber gut. Wie oft kriege ich denn Münzen von euch? Okay, nur einmal. Weil da kommen ja beliebig viele Gegner. So, dann gehe ich gleich mal... Achso, nee, ich habe es mir übrigens falsch dann notiert. Fällt mir gerade auf. Oder? Moment, ich dachte, ich habe mir aufgeschrieben, weil die rote Münzen-Mission hat nämlich eine Challenge. Fällt mir gerade so auf. Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass es Mission 3 ist. Dann bin ich wohl doof. Okay, dann kann ich doch eine Challenge erklären. Yay! Dann haben 2, 4 und 6 Challenges. Oder ich habe mich bei den anderen auch noch getäuscht. Kann auch sein. Auf jeden Fall, hier die rote Münzenmission hat eine Challenge und ich sammle wieder währenddessen übrigens Münzen ein, weil ich auch hier wieder die 100 Münzen gleich damit kombiniert machen will. Ich könnte sogar zuerst noch woanders eigentlich auch hingehen, fällt mir gerade auf, und dann erst am Ende hier. Das wäre sogar noch schlauer eigentlich. Ja, ich mache erst was anderes noch kurz. Ich gehe noch kurz woanders hin und werde mir noch den blauen Münzenschalter zum Beispiel holen und noch ein paar andere Münzen nebenbei, genau. Aber ich werde dann, ouch. So, hier ist noch ein komischer Ort, genau. Aber ich werde dann gleich, wenn wir die roten Münzen dann auch wirklich sammeln, dann werde ich erklären, was die Challenge ist. Die ist auch gar nicht so schwierig. Die anderen beiden Challenges, die es hier gibt, die sind etwas komplizierter. Aber auch cool dafür, wenn wir dann sehen, wenn es mit ist. So, die dürften hier sein, genau, die blauen Münzen. Das dürften auch einige sein. Genau, sehr schön. Okay, haben wir jetzt gleich einige mitnehmen können, wunderbar.
Und dann in dem Raum, wo die roten Münzen sind, da gibt es auch noch einige weitere. Also, ich glaube, ich habe jetzt sogar schon genügend. Und das dürfte schon ausreichen, wenn ich jetzt nur noch in dem Raum mit den roten Münzen bleibe. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen eklig mit dem Gift, weil man da sehr leicht Schaden nehmen kann, wenn man da zu lange drin steht. Aber die Metallkappe oder Titankappe, Metalcap, wie auch immer, die regelt. Weil mit der kann ich hier schön im Gift bleiben und ich nehme trotzdem keinen Schaden. Genau. Okay, 67 reicht, glaube ich. Dann gehe ich mal raus wieder und werde mal hier eben noch dann bei den roten Münzen auch die restlichen sammeln. Ja, ich hoffe, dass es passt. Also es gibt hier in der grünen Giftgrotte sehr, sehr viele Münzen. Man kann locker auf über 100 kommen. Aber ist halt auch riesengroß, das Level, und die sind deswegen sehr verteilt. Und schnell die 100 Münzen zu bekommen, ist halt schwieriger. Ja. So, die Aufgabe ist auf jeden Fall, dass man die roten Münzen sammeln muss, ohne dass man eine bestimmte Plattform benutzt, die ich dann gleich noch zeigen werde. Da komme ich jetzt gar nicht so gut hin. Aber wenn wir da sind, werde ich die gleich zeigen. Weil hier werde ich sie benutzen, weil mit der soll man es eigentlich machen. Aber bei der Challenge darf man die nicht benutzen. Und das Auge ist sehr, sehr eklig, weil das so nah am Rand ist. Ja, scheiße. Das lasse ich mal. Das würde mir halt 5 Münzen geben. Eine blaue Münze. Aber ist mir jetzt zu doof. Ja, ich glaube, ich komme hier doch nicht mehr auf 100. Muss ich doch noch woanders hingehen. Aber hier ist, glaube ich, auch noch ein Auge. So, das ist auch eng, aber nicht ganz so eng. Okay, passt. Aber das andere ist halt so nah an der Kante, das kriege ich irgendwie nicht hin. So, und ich meine, durch die roten Münzen kriege ich auch noch einige normale Münzen obendrauf. Also vielleicht reicht es doch einfach mit den Münzen, die hier noch sind. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. So, diese Plattform hier meine ich nicht. Die darf man benutzen bei der Challenge. Aber eine andere darf man nicht benutzen. Achso ja, und es gibt hier eine große Ausnahme. Hätte ich fast vergessen bei der Challenge. Denn man darf Schaden nehmen. Warum auch immer. Ich habe es anders nicht geschafft. Das ist ein bisschen schade, weil es wäre mir noch lieber gewesen, wenn man es ohne Schaden zu nehmen schaffen müsste. Weil ich eigentlich immer kein so Fan davon bin, wenn ich Standardregeln aussetzen muss. Aber ich habe es nicht anders hinbekommen. Aber es ist trotzdem cool, weil man halt vor allem für 2 rote Münzen sehr, sehr verrückte Dinge machen muss. Und das finde ich nice. Aber ich habe es nicht anders geschafft. Ich habe es nur geschafft mit Schaden nehmen. Ja. Na stimmt, mit der Plattform könnte ich vielleicht das Auge besiegen. Wenn ich die hier noch hinstelle. So. Kann ich die noch als extra Plattform benutzen? Okay, genau. Nice. So, ein weiterer Fünfer. Sehr gut. Okay. So, ich glaube, hier habe ich jetzt alle. Ja, dürfte, glaube ich, passen. Okay. Ja, kann ich sogar den anderen Weg gehen. Genau, Moment. Passt. Es fehlen noch 4 rote Münzen. Genau, okay. Das gibt mir noch 8 Münzen. Ich brauche doch noch 7 irgendwo anders her. Ja, ich glaube, ich finde hier keine anderen 7 Münzen mehr. Also ich muss dann doch nochmal zurückgehen und noch woanders suchen. Naja. Ja, vielleicht sind da oben auch doch noch normale gelbe Münzen. Weiß ich gerade nicht sicher. So, auf jeden Fall, man darf diese Plattform hier nicht benutzen. Auf die darf man nicht drauf. Weil eigentlich, ich kann es mal zeigen, wie man es eigentlich machen soll, weil eigentlich fährt die nämlich hier entlang und mit dieser Plattform kann man eben dann die 4 Münzen oberhalb mitnehmen. Diese beiden da und die beiden da hinten. Und diese 4 Münzen zu bekommen, ohne die Plattform zu benutzen, ist schwierig. Da muss man einige sehr, sehr lustige Sprünge machen und ein bisschen kreativ denken sogar bei einer Münze, um drauf zu kommen, wie das denn überhaupt gehen könnte, da ranzukommen. Und das finde ich ziemlich cool und deswegen habe ich eben das hier als Challenge gemacht. Aber ich habe es nicht geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Und deswegen darf man eben ausnahmsweise hier Schaden nehmen bei der Challenge. Ja, das macht es dann auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Aber das ist eh schon nicht so easy, die Sprünge hinzubekommen. Und deswegen ist es schon in Ordnung. Aber das heißt halt, dass man im ganzen Level, bei der ganzen Challenge einfach Schaden nehmen darf. Und deswegen, das macht schon dann ein bisschen einfacher dadurch. So, und jetzt muss ich ernsthaft noch 7 Münzen irgendwo suchen. Mann ey. So ein Quatsch. Wo finde ich denn am schnellsten 7 Münzen, was nicht zu weit weg ist von dem Ort hier, weil ich will da nicht, wo komme ich hier hin? Ich habe halt keinen Bock, dass ich dann, nochmal ewig lang zurücklaufen muss, um den roten Münzenstern nochmal einzusammeln. Also ich würde die gerne jetzt hier gleich in der Nähe finden wollen, die restlichen Münzen. Ich glaube, hier ist ganz okay. Oh Gott. Gib mir 2. Okay, passt. Jetzt noch bei den Felsen, da waren ja gerade eben 5 Stück. Dann kann ich da den 100 Münzenstern bekommen. Genau, diesen Weg hier soll man eigentlich gehen, sage ich jetzt mal, um zu den Felsen hinzukommen. Ja, cool. So. Okay, passt. Und her damit. Here we go! Wunderbar. So, dann zurück. Nee, ja, nicht geplättet werden. Ja, der Rückweg. Oh, ja, welchen Weg gehe ich zurück? Oh, ja, der Rückweg ist ziemlich scheiße, finde ich. Nein, Mario! Nein! Ah, ganz ruhig jetzt.
Ich will nicht sterben. Ich will so lange hinauszögern, wie es geht. Darüber mit Weitsprung. Ja, easy. Easy. Gut. Und jetzt? Na scheiße, nee, damit Weitsprung drüber komme ich nicht. Nee, ich hätte da hochgehen müssen. Verdammt. Ich hasse diese Stelle hier. Weil da kann man auch so leicht runterrutschen. Was will ich jetzt da eigentlich machen? Will ich da einen Doppelsprung machen oder einen Weitsprung? Ich weiß nicht, ob Weitsprung hoch genug ist. Ich glaube, ich mache lieber einen Doppelsprung. Nein! Ich hab's gecallt. Jetzt muss ich vor allem die roten Münzen nochmal neu sammeln. Mann, ey. Immerhin habe ich den 100 Münzen Stern. Ist nicht ganz so schlimm dann. Ich hasse Hazy Maze Cave so sehr. Aber ich habe lange durchgehalten. Naja. Here we go! Und immerhin hatte ich recht. Damit, dass ich schon gecallt habe. So. Dann weiter geht's mit Mission 3. Mal gucken, ob das jetzt wirklich eine ist ohne Challenge. Ich dachte ja gerade eben schon auch, dass Mission 2 keine hätte. Lauf auf dem Grund des Sees. Genau, nee, das ist, die hat keine Challenge, richtig? So, da müssen wir wieder zum See zurück. Und diesmal die Metallkappe. Oder Titanenkappe, ich sage immer Metallkappe, sorry, benutzen. So, dieser tolle Sprung wieder. Aber der hat ja sogar funktioniert, immer. Nur halt, da eben hochzukommen. Ich hätte da den Dive nicht mehr machen sollen. Dann hätte es vielleicht funktioniert. Nein, ouch. Um Gottes Willen. Hier sterbe ich auch nochmal irgendwann. Bei den Felsen. Okay, alles gut. So. Wieder nach unten. Dann gleich Metal Cap nehmen. Und auf den einen Schalter umstellen, den wir gerade eben schon gesehen haben. Genau hier. So. Ich glaube, die Metal Cap hält auch länger an als die Vanish Cap. Habe ich den Eindruck zumindest. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber kommt mir so vor. So. Moment. Genau, hier ist sogar ein Weg eingezeichnet, so ein bisschen. Hier nehme ich hin. Genau, da draufstellen. Das geht eben nur mit Metal Cap. Normalerweise zumindest. Weil. Oh Gott. Weil, ich halt nur tauchen kann mit dem normalen Mario und da kann ich halt keinen Schalter drücken. Das war knapp. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Weitsprung machen, aber ist mir nicht gelungen. Aber hat er funktioniert. Ich will es ja gerne spannend machen. Ach Gott. So, Mission 4 dürfte aber eine Challenge haben. Durchsuche das Nebellabyrinth. Ja, das hat eine. So, zum Nebellabyrinth. Da waren wir auch sogar gerade eben schon kurz. Da habe ich schon ein paar Münzen gesammelt. Da war auch der blaue Münzenschalter zum Beispiel. Und da wird gleich dann die nächste Challenge stattfinden. Und die ist wieder ein bisschen komplizierter. Und auch viel, viel schwieriger. Das ist eine der schwierigsten, würde ich sogar sagen. Von allen. Die hat es in sich. Es ist vor allem deswegen schwierig, weil es gibt ja die Standardregel, dass man keinen Schaden nehmen darf. Und hier ist sie nicht ausgesetzt. Hier gilt sie. Man darf hier keinen Schaden nehmen. Und wenn ich hier runterfalle, nehme ich schon Schaden. Und wenn ich da einmal halt zu lange in dem Giftnebel bin, nehme ich Schaden. Und das zählt als normal Schaden nehmen. Man könnte argumentieren, dass es wie Luft ausgehen ist unter Wasser. Aber wenn man hier Schaden nimmt im Nebellabyrinth, dann zählt es für mich als Schaden nehmen, ganz normal. Und wenn sowas eben passiert, wie jetzt, hat man verloren. Muss man sofort neu starten. So, die Aufgabe hier ist, bevor man den Stern einsammeln darf, muss man es schaffen, dass man hier im Nebellabyrinth ein bisschen einen Parcours entlang geht. Und zwar muss man starten, hier bei dem blauen Münzenschalter, man muss ihn nicht drücken, man muss aber hier starten. Ich werde mal den Weg einmal kurz ablaufen. Dann hier rum. Hier nach rechts. Diesen Weg entlang. Bei den Fledermäusen vorbei. Und wieder zurück zum blauen Schalter. Das Ganze ohne Metal Cap darf man nicht benutzen, ist eine Standardregel. Und auch als Standardregel ohne Schaden zu nehmen. Und ihr könnt euch schon denken, dass das nicht so einfach ist, diesen Weg hier entlang zu laufen. Es ist erlaubt, kurz Checkpoints zu benutzen, sage ich mal, wie zum Beispiel da oben. Man darf kurz hier hingehen, hier ist man safe und man wird ja keinen Schaden nehmen. Man darf den Raum aber nicht verlassen. Man muss es wirklich am Stück quasi machen, diese Route. Ja, man darf, wie gesagt, hier kurz chillen. Da oben ist sogar auch noch mal ein kleiner Ort. Ich glaube, da muss ich sogar hin übrigens. Ist auch nochmal ein kleiner Ort, wo man eben kurz safe ist. Und das darf man auf jeden Fall machen. Aber dann halt, wenn man sich ja ausgeruht hat quasi, dann sofort weiter. Und eben alles am Stück schaffen, einmal diese Route entlang zu gehen. Und erst dann darf man zum Stern hin. Und um dann zum Stern hinzukommen, muss man halt, wenn man bei dem blauen Schalter ist, muss man ja nochmal ein bisschen durch den Giftnebel durch, weil man muss dann noch letztendlich hier hin. Also man muss erstmal zu dem blauen Schalter hinkommen, ohne Schaden zu nehmen, muss dann den Parcours machen, ohne Schaden zu nehmen und dann noch vom blauen Schalter aus zu der Tür gerade eben hin, ohne Schaden zu nehmen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Es geht, aber schwierig. Und hier ist dann der Stern. Here we go! Mhm.
Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine der schwierigsten Challenges von allen. Die hat es wirklich in sich. Okay. Das war 4. Jetzt kommt 5. 5 dürfte auch keine Challenge haben. 6 dann eben wieder. Suche im Nebel den Notausgang. Genau. Da weiß ich aber irgendwie nie, was das für einer ist. Nee, doch, ich weiß es genau. Will ich mal die Abkürzung nehmen? Ich nehme mal die Abkürzung, komm. Genau, in dem Nebellabyrinth gerade eben, da gab es ja tausende Türen und tausende Ausgänge. Und wenn ich da die andere Tür genommen hätte, kurz vor der eigentlich richtigen quasi, also auch einer von den Checkpoints, die ich gerade erwähnt habe, dann würde ich da oben rauskommen und könnte halt dann mit dem Gitter hier zum Stern entlang klettern. Man kann aber auch, wenn man geschickt ist, was ich natürlich bin, kann man auch so hier nach oben kommen. Ich bin sehr geschickt. Ich bin ganz geschickt. Mann. Wartet. Ich will nicht nochmal runterfallen. Das ist schneller, glaub mir. So, genau, kann man direkt hier hochkommen. Perfekt. Und bei dieser Tür, kann man die sehen? Ja, da hinten bei der Tür. Da würde ich halt normalerweise rauskommen, um dann eben, also wenn ich da den anderen Weg beim Nebellabyrinth nehme, und dann kann ich halt von da aus, die Münzen zeigen das auch an, zum Stern halt hinklettern. Ja, aber man kann auch von hier aus einfach hin. Passt. Here we go! So, wunderbar. Es gibt auch ein paar riskante Sachen, die ich hier mache. Aber jetzt bin ich eh schon einmal gestorben. Jetzt ist der Druck auch nicht mehr so hoch. Wenn ich nochmal sterbe, wäre es nicht so schlimm. So, alle Scheinerpaläste gefunden. Yay, diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Ja, habe ich schon. 50 Sterne haben wir sogar schon. Stimmt, habe ich gar nicht gemerkt. Nice. So, letzte Mission und die hat nochmal eine Challenge. Und zwar eine ziemlich coole, finde ich. Achte auf rollende Felsen. Aber auch wieder ein bisschen seltsam. Aber cool. Bevor man zu den Felsen hingeht, denn da ist noch ein Stern bei den Felsen, muss man erstmal die Kamera umstellen. Moment. Auf die andere Kamerafunktion, nämlich auf die Stoppfunktion. Genau. Und wenn ich dann eben die Kamera umstelle und ich halte die Taste gedrückt, die Kamerataste, dann bleibt die Kamera an der Stelle stehen, wo ich gedrückt habe. Das ist ziemlich cool, finde ich. Allein, dass es sowas gibt, überhaupt hier in Mario 64. Und die Aufgabe ist es, dass wenn man durch die Tür durchgeht, man auf der anderen Seite ist, bevor man etwas sich bewegen darf, muss man hier die Kamera locken, also gedrückt halten mit der entsprechenden Kameraeinstellung. Dann muss man... Jetzt werde ich sterben, wenn ich das zeigen will. Ich werde sowas von sterben. Dann muss man zu den Felsen hin. Oh Gott. Okay, ich warte erstmal hier. Und muss dann auf der ebenen Fläche, bevor es schräg nach oben geht, das darf man, da darf man nicht hin, man muss auf der ebenen Fläche bleiben und muss mindestens 30 ankommenden Felsen ausweichen. Man darf nicht hier am Rand natürlich stehen. Man muss schon da auch in Richtung der Felsen stehen und denen halt immer schön ausweichen. Verdammt. Und wenn man einmal getroffen wird, dann hat man Schaden genommen und dann hat man schon die Challenge verloren. Also ihr seht, das ist vielleicht auch nicht so einfach. Und der Stern ist ganz einfach nur hier oben. Yay. Habe ich alles richtig gesagt? Ja genau, ich habe mich gerade schon gewundert, ich habe es falsch gesagt. Man darf nicht auf der Ebene, auf der ebenen Ebene stehen. Man muss auf der ersten schrägen stehen, weil auf der ersten Ebene könnte man sich eben halt links oder rechts verstecken. Und das wollte ich halt nicht, dass es erlaubt ist. Deswegen auf dieser schrägen muss man die ganze Zeit sein. Auf der ersten schrägen hier. Ja? Oh Gott, jetzt bin ich los. Weil da kann man sich nämlich auch nicht links oder rechts verstecken. Und man muss eben die ganze Zeit auf der schrägen bleiben, wie gesagt. Das ist auch sehr schmal, also man sollte am besten eben nur mit links und rechts irgendwie ausweichen. Und so halt dann allen, oder 30 Felsen am Stück entkommen. Wenn man 30 Stück ausgewichen ist, dann darf man danach normal nach oben weitergehen und sich den Stern holen. Ja. Also nochmal, wenn man in den Raum reingeht, bevor man irgendwas anderes macht, die Kamera locken an dieser Stelle, dann dahin springen zu den Felsen, auf die erste Schräge gehen, wo man auch nicht links und rechts irgendwie rausgehen kann oder so, dort dann überleben für mindestens 30 ankommende Felsen und dann darf man erst weiter nach vorne gehen und sich den Stern holen. Man darf dann auch die Kamera wieder normal machen, sobald man diese 30 Felsen überlebt hat, aber bis man das geschafft hat, muss die Kamera in der Position bleiben. Ja? Gut. Ziemlich interessant finde ich die Challenge. Und auch nicht so einfach, weil ihr habt ja gesehen, mich wurde tausendmal von den blöden Felsen getroffen. Und da 30 Stück auszuweichen, ist wirklich nicht so einfach. Aber auch ganz cool. Ich mag das ganz gerne, wenn man in irgendeiner Form Hindernissen ausweichen muss oder so. Bei einer Challenge, und da ist es so. Und das finde ich ganz cool. Aber eben nicht so einfach, wie gesagt. Mann, hat er jetzt noch einen Stern? Bin mir nicht sicher. Ach Mann, ich hasse den scheiß Hasen so sehr. Ich will mal nochmal fangen. Einfach nur, um es abzuchecken, ob er noch einen Stern hat.
Der geht doch ansonsten fast mal nach links. Mann. Ich hab ihn doch erwischt. Jetzt habe ich noch was. Ja, der Part ist eh schon so lang. Den hole ich mir jetzt noch. Ist mir jetzt egal. Ich hab ihn. Ich hasse ihn so sehr. Okay. So. Hat er noch einen? Ich bin mir gar nicht sicher. Nicht du schon wieder. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, über Sterne zu quatschen. Hier, nimm ihn und lass mich runter. Ich habe noch wichtige Geschäfte zu erledigen. Genau. Auch ein bisschen unkreativ, ehrlich gesagt, dass der einen zweiten Stern hat. Aber in allen 3D Marios gibt es Filler-Sterne oder so. Und das hier sind auch welche. Oder auch die 3 Todsterne oder so. Naja. So, jetzt werde ich mal wirklich sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Super Mario 64. Im nächsten Part wird es dann weitergehen hier im Keller. Mit welchem Level denn? Mit dem hier. Das sehr, sehr einladend und freundlich aussieht. Mit dem wird es weitergehen, da wird es weitere Challenges geben. Da sind auch einige ziemlich coole dabei. Aber das Level finde ich trotzdem angenehmer als die grüne Giftgrotte gerade eben. Aber auch nicht mega einfach. Man sieht ja schon an dem Bild, dass es vielleicht nicht so ganz einfach wird. Aber werde ich schon irgendwie hinkriegen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.